Das Dorf Biedermatten im Walliser Saastal birgt ein besonderes Schmuckstück, die Antoniuskapelle. In Scharen kommen Jung und Alt am Fest des Heiligen, also am 13. Juni, hierher. Und weil die Kapelle zu klein wäre, lässt man sich im Gras nieder. Überreich präsentieren sich Walliser Natur und Walliser Kultur. Ich preis den Himmel, jauchzend hohn, aus allen Landen schalle lange Schalkenbohn, aus allen Landen. Auf Einladung des katholischen Hilfswerks Kirche in Not steht ein besonderer Gast der Messfeier vor, Bischof Clemens Pickel aus Saratow, Südrussland. Was sofort auffällt, sein frischer Humor. Das ist ein Beispiel von einem alten Priester in Kasachstan. Der fing die Predigt an. Liebe Brüder und Schwestern, alle Menschen müssen sterben, vielleicht auch ich. Natürlich werde ich sterben. Und Gott weiß wann. Aber das heißt doch nicht, dass alles bergab geht. Und die Kirche wird nicht sterben. Das können wir auch ganz sicher sagen. Und wir trösten uns manchmal damit, naja, aber hier in Europa geht es zu Ende. Aber da in Afrika, da wird vielleicht alles gut. Vielleicht wird es auch hier gut. Vertrauen. Gott alles in die Hand legen und alles tun, was ich kann. Und das ist sehr interessant, dass wir einen Bischof aus Russland haben. Und das war eine sehr schöne Erfahrung für mich. Merci. Berührt heute im Gottesdienst hat mich vor allem die Natürlichkeit vom Bischof. Also man spürt, das, was er sagt, das, was er macht, was er feiert, das kommt aus dem Herzen raus. Und das war für mich das Eindrücklichste. Das hat uns so beeindruckt und es ist emotional ganz sicher sehr stark, wenn wir eine Reise nach Russland machen können. Ja, Sie haben richtig gehört. Während hier der Walliser Wein fließt, werden ernsthaft große Pläne geschmiedet. Wenn jemand käme zu uns zu Besuch, dann würde praktisch nicht nur diese Schiene, ich helfe dir mal mit ein paar Schweizer Franken, funktionieren, sondern man würde praktisch durch Freundschaft auch zum Gebet finden. Und das ist eine Sache, die man, ich denke, inzwischen von unseren Leuten in Russland lernen kann. Inzwischen, sagt er, denn der Glaube ist in seinem Bistum vielfach erst nach dem Fall des Kommunismus erwacht. Leute kamen zur Kirche und haben gebeten, helfen Sie mir glauben. Ich möchte gerne, aber ich weiß nicht, wie das geht. Also der Priester ist tatsächlich nicht der Chef sein will und der alles an sich zieht, so die ganze Verantwortung. Aber der ist einer, der immer wieder gefragt ist. Ne? Wie geht das? Also dieses helfen Sie mir erlebe ich in Russland viel öfter als hier. Helfen Sie mir. 6 feste Diözesanpriester sowie 36 Ordenspriester unterstützen Bischof Pickel in einem Gebiet, das 35 Mal so groß ist wie die Schweiz, aber nur 21.500 Katholiken zählt. Das ist im Grunde eine besondere Einsamkeit, die Priester da in Russland erleben. Deswegen gebe ich mir Mühe, die Priester zu zweit in Pfarreien oder Zentren praktisch zu geben, sodass die von da aus ein noch größeres Gebiet betreuen, aber doch zu zweit sind. Ich denke und verstehe so, das ist besser. Wie sehen die konkreten Sozialaufgaben für die Geistlichen aus, die bei Ihnen arbeiten? Dadurch, dass wir eine kleine Kirche sind, also 0,08% Katholiken, sind wir natürlich immer wieder angewiesen auf die Hilfe von Brüdern und Schwestern im Ausland. Mit dem, was wir in der Kollekte sammeln, können wir vielleicht das Benzin bezahlen für den Pfarrer, dass er zur Außenstation fährt, die 200 Kilometer weg liegt in der Richtung und eine andere 200 Kilometer in der Richtung. Doch Geld kosten natürlich die Projekte selbst. Für Obdachlose, Prostituierte, für Alkoholkranke und für Jugendliche, die keine Perspektive sehen. Die Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland treffen nicht zuletzt die Armen auf den Dörfern. Bischof Pickels Herz schlägt besonders für sie. Und gerne sagt er, warum. Ich werde ja mehr beschenkt, als ich geben kann. Also von wegen, was gebe ich? Ich habe ein Leben von Gott geschenkt bekommen. Ich bin gesund. Ich habe eine Familie, in der ich gesund aufgewachsen bin und praktisch auch den Glauben gelernt habe. Ganz natürlich. Und ich möchte gern vielen Leuten das Gleiche weitergeben, dass viele Leute ihr Zuhause finden in der Kirche, weil Kirche ja nicht ein Verein ist, sondern Anfang der Ewigkeit.